StarCitizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Community, zur Technik und zur Entwicklung von StarCitizen. Heute übersetze ich euch das Inside StarCitizen, wo es um das Wear and Tear, also das Verschmutzungs- und Abnutzungssystem von StarCitizen geht. Und auch gibt es hier einen Sprint-Report mit spannenden Informationen zur Entwicklung und zu Pyro. Wirklich ein Augenöffner, was wir dort zu sehen bekommen und steigert nochmal die Freude auf dieses neue System, die Vorfreude. Ja, und dann schnappen wir uns einen großen Becher unseres Heißgetränks unserer Wahl und im Rahmen eines Käffchens betrachten wir die große Gen-12-Diskussion. Da bin ich ins Internet eingetaucht und habe jede Menge Informationen zusammengetragen, weil Alistair Brown hier sich in mehreren Einträgen zur Entwicklung geäußert hat, hochgradig spannend und auch die Diskussion in der Community sehr, sehr interessant. Und ja, im Rahmen meiner Recherche habe ich ganz viele Notizen und Informationen zusammengetragen und darüber werde ich erzählen mit einem großen Becher Kaffee in der Hand und lade euch dazu ein. Auch das Thema Main Thread und Render Thread, was ist das eigentlich, was unterscheidet die beiden, das habe ich mir nochmal erlesen und auch darüber erzähle ich. Es gibt also viel zu erzählen und dazu wünsche ich euch eine interessante und spannende Unterhaltung. Viel Spaß! Hey y'all! Greetings from sunny United Kingdom. Hallo zusammen. Grüße aus dem sonnigen Großbritannien, eröffnet Jared. Es ist eine große Zeit der Veränderung, da er aus Los Angeles umzieht und die Niederlassungen von CRG in Wimslow und Frankfurt ihre Umzüge in die jeweils neuen Räume ebenfalls vorbereiten in den nächsten Monaten. Das bedeutet, dass dieses Quartal von Inside StarCitizen ein bisschen anders sein wird, ein bisschen mehr Run and Gun als sonst, in dem Videos von nun von Woche zu Woche aufgenommen werden, wo immer sie können, ob das nun in dem alten Büro ist oder wir unsere Köpfe in das im Bau befindliche Büro in Manchester stecken oder sogar in Jareds neue Wohnung, die derzeit mit halbfertigen IKEA-Möbeln gefüllt ist. Ja, eine aufregende Zeit für alle, weil sie weiter wachsen. Aber jetzt beginnen wir das neue Quartal mit einem kurzen Blick auf eine Präsentation, die Forrest Stephan vor kurzem der Führungsebene gegeben hat und in der er eine Weiterentwicklung des Wear and Tear, des Abnutzungssystems, vorgestellt hat, was CRG noch in diesem Jahr in die Entwicklung mit einfließen lassen möchte. We want to put forward into development later this year. Greetings all. Einige von euch wissen das vielleicht bereits, beginnt Forrest zu erzählen. Er liebt es, Star Citizen zu spielen. Er spielt es freitags und er lief gerade auf Microtech herum, als er merkte, dass es ein kleines Problem gab. Es gibt einige große Ungereimtheiten zwischen den Charakteren, den Waffen und der Umgebung in Bezug auf die Biomansammlung. Also hat er versucht, eine Lösung zu finden und dann hat er eine Präsentation zusammengestellt. Denn bevor CIG sich entscheidet, an einem Feature jeglicher Art zu arbeiten, ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle denselben Kenntnisstand haben und einer Entscheidung folgen. Heute werden wir also einige dieser Ideen aus der Präsentation vorgestellt bekommen. Disclaimer, Haftungsausschluss. Jared sagte, wir würden es interessant finden. Wenn wir es also nicht interessant finden, gebt ihm die Schuld. Für diejenigen, die es nicht wissen, Biome, Biom ist der Begriff für Wetter und Akkumulation ist der Effekt, den das Wetter auf die Materialien hat. Wenn also ein Charakter ein Biom betritt, wird sein Shader das Wetter widerspiegeln. Einfach ausgedrückt, wenn man in den Regen hinausgeht, wird man nass. Wenn man das Spiel jetzt spielt, gibt es nur eine einzige Textur, die alle Akkumulationseffekte pro Asset behandelt. Forrests Vorschlag an Chris Roberts lautete also, machen wir es prozedural. Das werden sie umsetzen, indem sie Substance Designer benutzen, um alle Texturen zu automatisieren, die für jedes gewünschte Biom benötigt werden. Das wird den Artists eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Denn wenn mehrere Leute an derselben Sache arbeiten, werden sie unterschiedliche Ergebnisse erzielen, weil jeder einen eigenen Blickwinkel auf eine Sache, auf ein Objekt hat. Die prozedurale Vorgehensweise löst diese visuellen Ungereimtheiten bei der Ansammlung von Biomen. Und mit Grafikunterstützung wird es natürlich noch besser. Alles in allem ist das für Forrest so wichtig, weil es uns dieses immersive Planetenerlebnis gibt, während er das Spiel an seinen Freitagabenden spielt.
Die Abnutzung, das Wear-System und die Erstellung und Platzierung von Biomen sind wesentliche Elemente bei der Erschaffung eines Universums, das sich gleichzeitig lebendig und bewohnt anfühlt mit seinen erwarteten und vorhersehbaren Auswirkungen auf Spieler, Gebäude und Fahrzeuge gleichermaßen. Und als nächstes gehen wir in einen Sprint-Report und schauen uns die Arbeiten des KI- und des EU-Sandbox-Teams an. Wir starten mit der Welt der künstlichen Intelligenz und einigen Sprint-Updates zu einer Reihe von Aufgaben des Teams für Star Citizen und Squadron 42. Der erste Punkt ist der Collision Resolver, der Kollisionsauflöser. In den klaustrophobischen Korridoren eines Schiffes oder einer Station haben die NPCs derzeit oft keine Kollisionsabfrage, damit sie ungehindert an ihr Ziel gelangen können. Aber niemand will, dass Charaktere einfach durch andere Charaktere hindurchglitschen. Der Kollisionsauflöser ist ein neues System, das sich derzeit in der Entwicklung befindet und die Physikblase, quasi die Kollisionsabfrage der KI, vorübergehend schrumpfen und in die entsprechende Animation wechseln lässt, sodass die NPCs durch viele der Situationen hindurchgehen können, in denen das derzeit nicht möglich ist. Außerdem folgt die aus dem Orbit herunterkommende KI oft ein wenig zu genau dem Terrain der Oberfläche und hüpft unnötigerweise über Hindernisse, die sich weit unterhalb des Flugkorridors befinden, sodass es einfach nur bescheuert aussieht, erzählt Jared. Daher erhält das KI-Flugbahnsystem neue Funktionen, die es ermöglichen, sowohl lokal als auch vorausschauend Gelände und Flugbahn abzutasten, um nicht nur sichere Flughöhen zu bestimmen, mit denen sie ihre Ziele erreichen können, sondern auch eine flüssigere und natürlichere Bewegung als je zuvor. Dieses System kann auch dazu verwendet werden, dass NPCs ihre eigenen Landeplätze bestimmen können, indem sie viele der gleichen Größen, Form und Verfügbarkeitsbedingungen verwenden, die die Spieler selbst nutzen. Und das ist ziemlich cool, findet Jared. Das Team arbeitet auch an der Verbesserung der Downstate-Reaktionen. Wie hier zu sehen ist, entdeckt eine Gruppe von NPCs einen leblosen Körper. In diesem Fall eilen sie einfach herbei, prüfen kurz und verteilen sich dann, wie hier zu sehen ist. Oder sie nähern sich langsam, wobei eine Person die Leiche untersucht, während ein anderer NPCs zurückbleibt, um Deckung zu geben. Und für alle, die schon einmal die Mission im unterirdischen Bunker gespielt haben, die Reaktionszeiten wurden verbessert, wenn die Untersuchung eines gefallenen Kameraden durch einen unvorsichtigen Spieler unterbrochen wird. Das KI-Team hat außerdem kürzlich einen Sprint zu einer Reihe von Usables, von benutzbaren Gegenständen wie diesen Verkaufsautomaten abgeschlossen, bei denen die KI über ihre Auswahl nachdenkt, ihr Mobiglas benutzt, um den Kauf abzuschließen und sogar frustriert ist, wenn es nicht klappt. Und dann kann man hier das gesamte Verhalten des kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränks sehen, bei dem wir unser Getränk holen, beziehungsweise der NPC, zu seinem Tisch zurückkehrt, das Getränk konsumiert und es dann in die Mülltonne wirft, wo es ordnungsgemäß entsorgt werden kann, um die Serverleistung zu erhalten. Yay! Alright, moving along. Kommen wir nun zum EU-Sandbox-Team, also dem europäischen Sandbox-Team und seiner fortlaufenden Arbeit an den verlassenen Außenposten, die auf der Oberfläche von Pyros Planeten und Monden zu finden sind. Was ihr hier seht, ist ein Whitebox-Traversal-Test, die Art von Arbeit, die oft von Level-Designern durchgeführt wird, um Aspekte des geplanten Gameplay-Erlebnisses herauszuarbeiten, bevor die Artists sich daran setzen und es visuell fertigstellen. Und wie ihr hier sehen könnt, sollen diese verlassenen Außenposten als Grundlage für eine Vielzahl von Missionstypen und auftauchenden Gelegenheiten, Erzählmöglichkeiten und, da es sich um Pyro handelt, vielleicht sogar einige unvermeidliche PvP-Feuergefechte dienen. Neben der Arbeit an den Kolonialismus-Außenposten erforscht das EU-Sandbox-Team 1 auch eine neue Spielmöglichkeit in den entlegensten Gebieten des kommenden Pyro-Systems. Was ihr hier seht, ist eine frühe Vorproduktionsarbeit an größeren POIs, Point of Interests, die im gesamten System erkundet werden können unter Verwendung von Trümmern von Großraumschiffen oder, in diesem Fall, von stillgelegten, beschädigten oder zerstörten Raumstationen aus vergangenen Tagen. Das kommende Pyro-System soll reichhaltig sein, mit einer gewalttätigeren und konfliktreicheren Geschichte als das Stanton-System, mit dem wir bereits vertraut sind und
Ohne die Bemühungen von Megakonzernen wie Arcorp, Hurston, Microtech und Crusader, die die Dinge relativ schön und ordentlich halten. Das bedeutet, dass es eine Vielzahl von Ruinen, Relikten und alten verlassenen Orten zu entdecken gibt, die in den fast 500 Jahren der Raumfahrt und Erforschung in diesem gesetzlosen Grenzgebiet entstanden sind. Dazu gehören auch Varianten mit vordefinierten Weglösungen, die den Spieler durch eine Reihe von Hindernissen, die ihm Schaden zufügen oder anderweitig gefährlich sind, sicher an sein Ziel führen können, nicht unähnlich dem berühmten Coil aus Squadron 42. Ja, es mag hier draußen gesetzlos zugehen, aber niemand will auf dem Weg von einem Außenposten zum anderen unnötig durch eine Reihe von Mikroasteroiden rasen oder die Hüllenintegrität durch korrosive Substanzen oder Ähnliches verlieren. Sie sind geächtete Outlaws, aber niemand mag einen schlechten Roadtrip. Und abgesehen davon, dass es sich um einen coolen Ort handelt, den es zu erkunden gilt, ist es wichtig, dass diese interessanten Orte den Spielern auch Spielmöglichkeiten bieten. Während das Missionssystem seine unzähligen Missionstypen zum Erforschen, Sammeln, Angreifen, Retten, Bergen, Reparieren und viele mehr hervorbringt, will CRG auch Umgebungen schaffen, die überzeugende Gründe dafür liefern, dass man seine größeren Schiffe an der Peripherie zurücklässt, um sich vor den Gefahren im Inneren einer Station oder was auch immer zu schützen, wo ein kleineres Raumschiff vielleicht eine taktisch sinnvollere Lösung wäre. Und falls ihr euch fragt, was zum Teufel ist das hier für ein Ort? Nun, das werden wir im Laufe dieses Jahres erfahren. Ja, was haben wir also diese Woche gelernt? Fragt Jared wie immer zum Abschluss. Wir bekamen einen Anblick in die frühesten Stadien der Feature-Iteration mit einem Blick auf genau dieselbe Art von Präsentationen, die intern an die Regisseure weitergegeben werden, um die Arbeit für die kommenden Monate abzustecken, dass das KI-Team weiterhin die alltäglichen Verhaltensweisen von NPCs und naturalistische Wege in ihren anhaltenden Bemühungen, eine immersive Erfahrung für alle Spieler zu schaffen, vorantreibt und dass das Reisen durch den Weltraum ein wenig komplizierter und potenziell viel gefährlicher zu werden scheint, während wir unseren Weg nach Pyro fortsetzen. Ja, so viel zum Inside Star Citizen. Ich finde es interessant, dass sie diese Kollisionsabfrage der NPCs immer noch nicht in den Griff bekommen haben. Das ist schon ein Thema, ich weiß nicht, da haben sie schon vor 3-4 Jahren drüber gesprochen. Mit ihren Splines und ja, Kollisionsvermeidung, Kurven, Laufen und so weiter und so fort. Und es ist echt erstaunlich, dass das immer noch nicht so funktioniert, wie sie uns es eigentlich schon als Lösung vor langer, langer Zeit präsentiert haben. Ja, Pyro, ich glaube, da freuen sich alle drauf. Und wenn ich diese Bilder hier sehe, boah, das echt, da habe ich sofort Bock, mit einem Team in die Carrack zu steigen und dann loszudüsen und ja, zu gucken, was da so geht. Erstaunlich fand ich, ach komm, ich starte mal kurz das Käffchen-Intro. So. Bevor wir denn ins Reden kommen. Na, erstmal einen Schluck Kaffee. Also, ich war mit meinem Tankteam unterwegs. Wie ihr wisst, habe ich ja einen kleinen Aufruf gestartet in meinem, weiß ich gar nicht, vorletzten Video. Und dass ich einfach ein paar Leute suche, die Lust haben auf das Tank-Gameplay, die sich einfach mal locker zusammenfinden wollen, also ganz lose, so alle 3-4 Wochen mal zusammensitzen, ein bisschen klönen, ins Verse gehen und mal Mechaniken, insbesondere das Tank-Gameplay ausprobieren, weil das etwas ist, was mich tatsächlich interessiert. Und ich fand's, also zum einen, als wir uns das erste Mal getroffen haben, war das PTU vor 4 Wochen noch nicht wirklich spielbar. Da haben wir uns dann unterhalten, nett, 2 Stunden, 3 Stunden, war auch sehr, sehr schön. Und jetzt, letzte Woche Dienstag, waren wir tatsächlich das erste Mal im Verse unterwegs und die Framerates, die waren, wow, die waren echt toll. Und darauf komme ich jetzt ja gleich zu sprechen mit der großen Gen 12-Diskussion. Das Zusammenspiel war relativ unspektakulär, weil wir waren tatsächlich, also insgesamt haben sich 20 Leute bei mir angemeldet und ja, ich habe einen eigenen Discord-Bereich dafür eröffnet. Und mit 12 Mann haben wir uns getroffen, haben nett geklönt und haben das Tank-Gameplay ausprobiert, was gemütliche 2 Stunden gewesen sind. Und es ist eben so, wenn man mit 12 Mann in eine Instanz geht, dann
ja, gibt es nicht wirklich viel zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass ständig irgendwelche Tankaufrufe erfolgen, zumal auch es ja noch keine KI gibt, die das Betanktwerden anfordert. Da frage ich mich auch noch, was passiert, wenn dann mehrere Leute da sich um einen Auftrag prügeln. Das wird schon ganz interessant. Nein, aber ich mache mir Gedanken über die Tankgröße der Starfarer. Wir haben, nagelt mich nicht fest, ich glaube 2-3 Raumschiffe betankt und dann waren, also das Hydrogen Fuel von der Starfarer war komplett leer, alle 3 Tanks. Reclaimer haben wir betankt, eine Gladius. Och, was war das andere? Eine Titan? Ich weiß es nicht mehr. Also nicht wirklich große Schiffe, auch keine 890 Jump oder so, aber ja, das war relativ schnell alle. Und das bedeutet also, dass man, denke ich mal, wenn man das ernsthaft betreiben will, tatsächlich im Verbund fliegen sollte mit mehreren Starfarern, um dort ernsthaft Services anbieten zu können. Denn letzten Endes, wo werden solche Tankanforderungen denn maßgeblich erfolgen? Eben in den Bereichen, wo man nicht mal eben in 5 oder 10 Minuten zu einer Station gondeln kann, sondern eben wirklich weit draußen. Wenn ich da mit einer Starfarer bin, 2 Schiffe betanke und dann schon wieder zurückfliegen muss, um meine Starfarer-Tanks, die Starfarer-Treibstoffgondeln wieder neu zu befüllen, das macht keinen richtig großen Sinn. Deswegen, ja, man kann sich, glaube ich, inzwischen auch schon größere Treibstoffgondeln besorgen. Zum einen, zum anderen, wie gesagt, wird es wahrscheinlich Sinn machen, mit, wie gesagt, im Verbund mit 2-3 Starfarern loszuziehen, um dort einen entsprechenden Service bieten zu können. Also man wird nicht drum herum kommen, denke ich, eben in entsprechenden Geleitzügen unterwegs zu sein. Insgesamt 2 eher unspektakuläre Stunden, die aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht haben. Ich habe viel über das Tank-Gameplay gelernt und wir haben gemütliche, nette 2 Stunden gehabt und ja, im Moment so passt eben auch der Rhythmus, alle 3-4 Wochen sich mal zu treffen, weil viel mehr gibt das Gameplay nicht her, ansonsten wird es echt langweilig und ich freue mich sehr, wenn Pyro online ist und dann wird es richtig sinnvoll, dieses Tank-Gameplay. Ja, kommen wir mal zu Gen 12. Da gab es ja einen großen Eintrag von Sylvan von CIG, der euch sicherlich schon an diversen Stellen übersetzt wurde, ihr euch selber wahrscheinlich durchgelesen habt, da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber trotzdem nochmal so als Opener. Sylvan schreibt, dass der erste große Meilenstein mit Gen 12 in 3.17 erreicht wurde. Das bedeutet, dass alle undurchsichtigen statischen Geometrien, also Pinsel und alle Objekte, die auf Planeten und Asteroiden verstreut sind, jetzt mit Gen 12 gerendert werden. Was die Render-Thread-Leistung für diese Art von Objekten mehr als verdoppelt. Render-Thread, Main-Thread, da gehe ich gleich drauf ein. Er schreibt weiter, interne Messungen haben gezeigt, dass wir durch den Render-Thread nur selten an die CPU gebunden sind. Letztendlich bedeutet das, dass ein schnellerer Render-Thread in den meisten Fällen keine Auswirkung auf die Gesamt-Framerate hat. Das hängt immer auch von der CPU-GPU-Kombination ab. Gen 12 macht es jedoch so gut wie unmöglich, jemals wieder durch den Render-Thread begrenzt zu werden, was bedeutet, dass sich jedes einzelne Stückchen Leistungsverbesserung im Main-Thread direkt auf die Frames, auf die Bildwiederholrate auswirkt, solange man nicht GPU-gebunden ist, also an die Leistungsberechnung der Grafikkarte. Der große Hauptteil für Gen 12, die transparenten Geometrien, die wesentlich komplexer zu berechnen sind, weil verschiedene Grafikschichten hintereinander berechnet werden müssen, der wurde bereits begonnen und das ist der letzte große Meilenstein, der abgeschlossen werden muss. Und dann ist Gen 12 fertiggestellt und es wird auch geschrieben, wenn Gen 12 fertiggestellt ist, dann ist es wirklich nur noch eine quasi in Anführungsstrichen Formalität, Vulkan fertigzustellen. Das wird dann relativ fix gehen und dann sind wir auf, also ist CIG auf der grafischen Seite wirklich fertig und sie können in der Richtung weiterstellen und haben auch nicht mehr das Problem des gemischten Renderings. Das schreibt er auch in seinem Eintrag. Durch das gemischte Rendering von Legacy, also von dem Bestandscode und Gen 12, muss die Engine im Moment beide Rendering-Codes durchlaufen, was die Main-Thread-Performance verringert, etwas verringert. Sobald die transparente Geometrie portiert ist auf Gen 12, müssen wir das nicht mehr tun und wir werden das volle Potenzial von Gen 12 sehen. Soweit erstmal diese spannende Information von Sylvan. So,
Bevor wir jetzt weiter, oder bevor ich über das Thema weiter spreche, mal kurz erklärt Main Thread, Render Thread. Was ist das eigentlich? Wo ist da der Unterschied? Der Render Thread, und zwar anders als der Name vermuten lässt, hat nichts mit der GPU zu tun, sondern ist immer noch CPU-Arbeit. Er zeigt uns keine Informationen über die GPU-Leistung nicht direkt. Man kann sich das so vorstellen, dass der Hauptthread, der Main Thread, als Auftragsverteiler fungiert und der hat all die Arbeit auf der CPU. Der ist der Top-Manager und erstellt unter anderem eine Liste der zu rendernden Dinge, Objekte. Der bereitet eine Pipeline, einen Katalog von Befehlen vor, die anschließend dann auf dem Render-Thread ausgeführt werden. Und der Render-Thread, wie gesagt, arbeitet auch auf der CPU, verpackt diese Liste an Aufträgen, diesen Katalog, und teilt der Grafik-API und damit der GPU, der Grafikkarte, explizit mit, wann und wie was zu rendern ist. Einfach gesagt, der Haupt-Thread generiert Grafikbefehle, was zu tun ist. Der Render-Thread wandelt das in Aufgaben für die Grafikkarte um. Und diese Grafikkartenaufträge, die können dann auch noch auf mehrere Subthreads verteilt werden. Aber das nur am Rande. Die Darstellung der Grafikinformationen, also quasi die Rückgabe der fertigen Arbeiten der GPU, obliegt dann immer noch dem Main-Thread, der verarbeiten muss, welche Informationen dem Benutzer, also uns, der wir vor dem Bildschirm sitzen, präsentiert werden sollen. Heißt, die GPU, die weiß gar nicht, was eine Animation ist. Die kann nur grundlegende Befehle verstehen und verarbeiten und das in einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum es so extrem wichtig ist, dass der Main-Thread performant arbeitet und mit möglichst effizienten Arbeitspaketen befüllt wird. Und der Render-Thread, der hängt quasi direkt an der Leistung des Main-Threads, läuft aber parallel zu diesem. Und wenn der Render-Thread nicht vernünftig performt, dann muss natürlich der Main-Thread auf den Render-Thread warten. Grundsätzlich ist der Main-Thread aber in 95% der Fälle der Engpass. Aber die 5% der Fälle, in denen der Render-Thread der Grund war, weshalb es zu Bildwiederholraten-Einbrüchen kam, die sollten jetzt besser funktionieren. Eben viele Schiffe im Weltraum, Schusswechsel und so weiter. Heißt, wenn Sie diesen vergleichsweise kleinen Teil des Render-Threads nicht optimiert hätten, dann würde jedes bisschen Last, was den Render-Thread überfordert, sich direkt auf die Bildwiederholrate auswirken. Und dadurch, dass sie den jetzt so optimiert haben oder noch dabei sind, eben auch zu optimieren, haben sie diesen Engpass nicht mehr und können sich jetzt auf den Main-Thread fokussieren oder konzentrieren, was heißt, dass jedes bisschen Optimierung, was in den Main-Thread reinläuft, sich direkt auf die Bildwiederholrate auswirkt. Das bedeutet aber eben nicht, dass wir jetzt einen Performance-Schub erleben werden. Ganz im Gegenteil, das hat ja auch der Silvan geschrieben. Es ist eher so, dass im Moment zwei Render-Codes parallel laufen und das dürfte die Frameraten nicht verbessern, eher senken. Und auch, ich glaube, bereits im Mai letzten Jahres wurde irgendwo geschrieben auf Spektrum, dass wir keinen großartigen Performance-Schub erwarten dürfen, auch mit Gen 12 und Vulkan, weil dann einfach mehr Berechnungen einfließen werden, die KI dann eng getakteter berechnet wird und so weiter und so fort. Das, was wir im Moment erleben an Performance-Schub, habe ich gelesen, soll also nicht mit dieser Gen 12-Thematik zu tun haben, sondern mit dem optimierten Culling und mit optimierten Serverberechnungen, Serverkommunikation, auch mit diesem Kniff, womit wir weniger Desync haben und so weiter. Das hat nichts mit der Gen 12-Optimierung zu tun, das, was wir im Moment an Performance erleben. Ich hatte übrigens, habe ich das vorhin erzählt, ein sehr schönes Erlebnis. Also ich hatte Minimum 45 Frames
60, 70, teilweise 80. Also das hat richtig viel Spaß gemacht, im Verse umzutuckern. Zum Thema Main Thread, Render Thread, habe ich auf Reddit eine wunderbare Analogie gelesen. Wirklich traumhaft, das lese ich mal kurz vor. Da schreibt ein User, um das zu verdeutlichen, was hier gerade passiert mit dem Render Thread und mit dem Main Thread. Ihr backt einen Kuchen. Ihr braucht Mehl und Eier. Das Mehl wird von einem Rennwagen geliefert. Render Thread. Die Eier werden von einem alten Pferd geliefert. Es spielt keine Rolle, wie schnell das Rennauto ist. Ihr könnt den Kuchen nicht backen, bevor ihr nicht auch die Eier habt. Was bedeutet, dass ihr auf das Pferd warten müsst. CNG hat gerade das Rennauto gegen ein Düsenflugzeug ausgetauscht. Das ist ein wichtiger Meilenstein, aber man wartet immer noch auf das Pferd, sodass der Kuchen zur gleichen Zeit wie vorher fertig wird. In diesem Patch jedoch hat jemand anderem dem Pferd etwas Meth gegeben. Einem Pferd etwas Meth zu geben, ist nicht so beeindruckend wie ein Flugzeug zu bauen. Ein Pferd auf Meth ist immer noch nicht so schnell wie ein Rennwagen, ganz zu schweigen von einem Flugzeug. Das Pferd auf Meth ist nicht einmal so viel schneller als das normale Pferd, wie das Flugzeug schneller als das Rennauto ist. Aber da das Langsamste, auf das wir gewartet haben, schneller geworden ist, wenn auch nur um ein kleines bisschen, können wir den Kuchen früher essen. Laut dem Originalpost von CIG sind die Frameratenverbesserungen, die wir in diesem Patch sehen, auf unabhängige Optimierungen des Hauptthreads zurückzuführen, da der derzeit der Leistungsengpass ist und nicht auf die Umstellung auf einen neuen Renderer. Das fand ich ein ganz wunderbares Bild, was er hier gezeichnet hat. Ein Pferd auf Meth. Dann habe ich noch eine Erklärung gelesen, das fand ich auch ganz schön, weil man sich natürlich fragt, naja, womit beschäftigt sich eigentlich so ein Render-Thread? Und da schreibt ein User über die auch parallel laufende Arbeit des Render-Threads, der jetzt auch unabhängig vom Main-Thread arbeiten kann, dass der Render-Thread so etwas wie die Generierung des Nav-Meshs auf Planeten übernehmen könnte, weil er eben Zugriff auf die Geometrie der Planetenoberfläche hat. Oder dass er die Render-to-Texture-Berechnung übernehmen könnte, dass wir so zum Beispiel auch Render-to-Texture-Landekameras bekommen könnten, damit wir nicht mehr mit F4 eben nach draußen schalten müssen, sondern eben wirklich im Cockpit sitzen und auf diese Art und Weise das Raumschiff landen können, so also die Immersion entsprechend pushen. Und es wird natürlich auch dazu führen, dass die Artists anfangen, sich viele neue Dinge auszudenken, dass sie sich mit dem Thema der spiegelnden, reflektierenden Oberflächen beschäftigen und so weiter. Und so eben den Render-Thread benutzen, mit Aufgaben versehen, die teilweise auch parallel zum Main-Thread, aber unabhängig vom Main-Thread laufen. Auch das wird für einen Performance-Schub sorgen, wenn eben Aufgaben, die bisher der Main-Thread auch verarbeiten musste, einfach auf den Render-Thread gegeben werden. Warum, werdet ihr euch fragen, hat CRG das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Und das hängt mit DirectX zusammen. Und zwar ist es so, dass in DirectX 11 Dinge, Objekte für die Grafikkarte zum Rendern vorbereitet wurden, indem API-Aufrufe oft in einem einzigen Thread getätigt wurden, da die API Thread-Sicherheit für solche Operationen erzwang. Texturen wurden als feste Dateneinheiten verwaltet. Das heißt, DirectX 11 ist ein relativ statisches Korsett, in dem sich die Programmierer und Designer, Artists bewegen müssen, wo letzten Endes Vorgaben getätigt werden, was, wo, wie berechnet wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema, der Main-Thread hat die Aufgabe, etwas zu berechnen und gibt dann Informationen an den Render-Thread weiter. Und ich verstehe es so, dass man das unter DirectX 11 quasi nicht beeinflussen konnte. DirectX 12, was ja bei Star Citizen nicht genutzt wird, und Vulkan geben den Entwicklern einfach viel mehr Kontrolle. Dadurch kann man GPU-Speicher zuweisen, in Sperren, Threads dynamisch behandeln. Die DirectX-Schnittstelle, also DirectX 12 und Vulkan, die erzwingen jetzt keine Thread-Sicherheit mehr. Das heißt, dass jede Phase des Renderings detailliert gesteuert werden kann. Das heißt aber auch, dass wenn man mit DirectX 12 oder Vulkan
arbeitet und wenn man das in vollem Umfang nutzen muss, dann müssen alle Arbeitslasten, die parallel ausgeführt werden sollen, entsprechend definiert werden und zugewiesen werden. Also das Laden von Texturen, das Erstellen von Meshes, die Benutzeroberfläche. All das kann parallel ausgeführt werden, aber es muss eben alles wirklich sehr sauber und sorgfältig definiert werden. Diese ganze Geschichte mit Vulkan ist also kein Zaubermittel, wo jetzt alles plötzlich ganz, ganz, ganz toll wird, sondern letzten Endes, wenn Vulkan da ist, dann, und Gen 12 und Vulkan, dann fängt die Arbeit erst an für CIG. Zu überlegen, mit den, ja, wie, was zugewiesen ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir eine ganze Menge Abstürze erleben werden, dass es vielleicht auch zu Frameraten-Einbrüchen kommt und so weiter, weil dann im Hintergrund eine ganze Menge optimiert werden muss. Aber letzten Endes ist der Startschuss von Vulkan erstmal eine gute Sache. Und von da an wird es dann auch Schritt für Schritt auf der grafischen Seite, nicht auf der Serverseite, da haben wir noch das Server-Meshing, auf der grafischen Seite Schritt für Schritt besser werden. So, einen Schluck Kaffee. Insgesamt, was ich vermitteln möchte, ist, dass diese ganze Gen 12-Thematik, die sorgt ja für einen riesen Hype. Alle so, ja, Gen 12, super, der Heiland ist da. Nee. Alle ein bisschen ruhig bleiben, wieder hinsetzen, Entspannung bitte eintreten lassen. Das ist alles schön, was sie machen, das ist auch super. Die Fortschritte sind toll, aber es ist immer noch ein langer Weg zu gehen. Und das, was wir im Moment, wie gesagt, an Performance-Verbesserungen sehen, das hat nichts mit dem Gen 12-Thema zu tun. Also das ist noch ein Stück zu gehen und ich denke mal, ja, also es wird besser werden und wir werden ein tolleres Spielerlebnis bekommen. Aber alles, was wir im Moment an Performance-Verbesserungen sehen, ist entweder auch subjektiv zu beurteilen oder eben liegt auch an dem optimierten Culling, was ich vorhin schon erzählte, und an der Server-Kommunikation, wo sie ja ein bisschen gefixt haben, an diesem Desync-Problem. Genau. Kommen wir mal zu Alistair Brown. Den habe ich euch in einem meiner Videos vorgestellt. Da muss ich nochmal suchen, aber den Link, den binde ich euch dann hier mit ein, beziehungsweise ich packe das auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Auf Spektrum, da gab es einige Einträge und der Alistair Brown, der hat sich in seiner Freizeit hingesetzt, das hat er auch nochmal explizit geschrieben, die Entwickler von CIG, die setzen sich nicht während ihrer Arbeitszeit hin und schreiben ins Spektrum, sondern das ist Freizeit. Was ich irgendwie auch ziemlich hart finde, ehrlich gesagt. Weil letzten Endes ist ja die Community-Kommunikation auch ein Bestandteil dieses ganzen Konzepts. Aber sei es drum. Da schreibt ein User namens Kutiva: Seit ein paar Builds ist mir aufgefallen, dass ein CPU-Thread für ein paar Minuten auf 100% Leistung ist, besonders wenn man in einem neuen Bereich ist, zum Beispiel das erste Mal nach einem neuen Build. Das ist für die Shader-Kompilierung, richtig? Ist das Teil des Gen 12-Übergangs? Darauf antwortet Alistair Brown: Es ist mir unmöglich, anhand der Informationen hier mit Sicherheit zu sagen, was auf dieser CPU, diesem Kern, berechnet wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um die Shader-Kompilierung handelt. Dies kann entweder auf unserer Seite sein, in diesem Fall würde man das im Protokoll sehen, oder es kann auf der Treiberebene sein, wo das System entscheidet, spezielle Versionen jedes Shaders zu kompilieren, um die Leistung zu verbessern, wofür wir keine Möglichkeit haben, zu wissen, wann das geschieht. Das hat nicht direkt mit Gen 12 zu tun, aber sobald wir Vulkan haben, sobald wir auf Vulkan umsteigen, werden wir mehr Kontrolle über die Shader-Kompilierung haben und eine Möglichkeit ist es, die Offline-Kompilierung zu untersuchen, zum Beispiel im Hauptmenü. Aber das ist ein ziemlich komplexes Thema, besonders für ein Spiel mit so vielen verschiedenen Inhalten wie unserem. Wir untersuchen auch Ansätze, die die Anzahl der benötigten Shader reduzieren könnten, indem wir auf besser konfigurierbare, verzweigende Shader aufsetzen. Also ja, die Multicore-Nutzung, das ist auch ein interessantes Thema und da setzt eben auch eine weitere Frage auf. Da schreibt ein User namens Charmin:
Ich frage mich, ob ihr schon eine Vorstellung davon habt, wie gut Star Citizen Multicore-CPUs in Zukunft nutzen wird, wenn Vulkan es ins PU geschafft hat. Soweit ich weiß, gewinnt der höchste IPC aufgrund der aktuellen Beschränkung auf 2 primäre Threads. Und IPC, das sind Instructions per Cycle, also die Maßeinheit für die Anzahl der in einem Taktzyklus ausführbaren Instruktionen. Wenn man also eine Taktrate von 3600 MHz hat und dann kann natürlich innerhalb so eines Taktes, wenn alle Kerne ausgenutzt werden, eine 16-Kern-CPU die doppelte Anzahl theoretisch der Instruktionen ausführen wie bei gleicher Taktzahl eine 8-Kern-CPU. Aber natürlich takten, das ist jetzt sehr, 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 sehr einfach, die CPUs mit der höheren Kernzahl niedriger und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es geht grundsätzlich darum, dass um die Frage, ob eine CPU mit mehreren Kernen profitiert, ergo mehr Instruktionen, mehr Anweisungen pro Zyklus verarbeiten kann. Und deshalb fragt sich dieser User, ob eine Multicore-CPU wie eben der i7 12700K oder i9 12900K oder der 5950X in Zukunft angesichts der Performance eben profitieren wird und glänzen wird, schreibt er hier, wegen der hohen Kernanzahl. Oder werden wir sehen, dass nur eine bestimmte Anzahl von Kernen eine Leistungssteigerung erhalten wird, während andere Kerne oder die Mehrzahl der Kerne einfach nur im Idle, im Leerlauf bleiben werden? Gibt es ein bekanntes oder erwartetes Limit für den Grad der Multicore-Nutzung, der in Zukunft für Star Citizen möglich sein wird? Und darauf antwortet Alistair Brown: Im Allgemeinen sehen wir zunehmend eine bessere Skalierung über viele Kerne, aber die Gesamtframerate wird in der Regel immer noch durch die verbleibende Single-Thread-Arbeit auf unserem Hauptthread begrenzt. Also der Hauptthread, was ich vorhin bereits erzählt habe, ist immer noch der begrenzende Faktor. Mit Gen 12 sind wir bereits an einem Punkt angelangt, an dem der Render-Thread im Allgemeinen keinen Engpass mehr darstellt. Und obwohl Verbesserungen in diesem Bereich die Gesamtbelastung des Systems verringern werden, was dazu beitragen kann, dass der Hauptthread schneller läuft, werden wir den größten Gewinn aus der Parallelisierung der Arbeit im Hauptthread ziehen. Das ist eine fortlaufende und komplexe Aufgabe, aber in 3.17 wurden große Fortschritte gemacht, die im Laufe des Jahres verbessert werden sollen. Die Kombination aus einem schlankeren Hauptthread und stark parallelisierten Render-Vorgängen in anderen Systemen, Spiellogik, Physik und so weiter, sollte hoffentlich dazu führen, dass sich unsere Multicore-Leistung deutlich verbessert. Ja, aber eine Vorhersage ist natürlich nicht möglich. Insgesamt ist es der Plan, aber sie wissen noch nicht, was letzten Endes ihre ganzen Arbeiten dann für Blüten treiben wird. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich hatte gerade dieses Aha-Erlebnis. Ich habe ja bisher mit Magix gearbeitet, wie einige von euch wissen, und habe immer mehr geflucht und auch die Renderleistung lässt sehr zu wünschen übrig. Warum? Weil Magix es nicht gebacken bekommt, einen Renderer zu schreiben, der alle Kerne eines Multicore-Prozessors gleichmäßig ausnutzt. Da haben wir dann ein oder zwei, die sind zu 100% ausgenutzt, andere dann, die mit 30, 40, 50, 70% laufen, andere laufen auf null. Und das führt dazu, dass ich ein einstündiges Video mit 60 Frames eine Stunde lang rendern muss. Und dann bin ich auf DaVinci umgestiegen und DaVinci hat eine Top-Engine. Wenn ich dort ein Video rendere, dann werden alle Kerne zu 100% ausgenutzt, was bedeutet, dass das gleiche Video in 10 Minuten gerendert ist. Und das ist ein massiver Unterschied in der Performance. Und da zielt eben auch die Frage hier hin, wenn man sich Star Citizen anguckt. Das wird natürlich nie wie bei einem Render-Vorgang sein, was eben ein paketiertes Thema ist, was gleichmäßig auf allen Kernen bearbeitet werden kann. Star Citizen ist ja ungleich komplexer in seinen ganzen Berechnungen. Aber wenn man hier durch die Parallelisierung und Aufteilung der Aufgaben auf mehrere Kerne eben, wenn man das realisieren kann, dann wird das unweigerlich auch zu einer starken Erhöhung der Performance letzten Endes führen. Und das, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und ich denke, da ist auch CRG sehr, sehr gespannt drauf. Dann gab es wieder dieses Thema: Ja, aber solange das Server-Meshing noch nicht läuft, solange werden wir sowieso keine gute Performance haben. Und da hat der Alistair Brown erstmal ganz kurz drauf geantwortet,
Die Serverleistung hat überhaupt keinen Einfluss auf die Clientleistung. Dieser Mythos hat sich deshalb nur so lange gehalten, weil sie dazu neigen, miteinander zu korrelieren. Das heißt, wenn der Server mit 50 Raumschiffen in einem Gebiet zu tun hat, dann haben die Clients wahrscheinlich auch mit einem guten Prozentsatz davon zu tun, abhängig von der geografischen Lokalisierung. Aber es gibt keine direkte Verbindung. Und wenn man einen Supercomputer hätte, dann wäre die Bildrate entsprechend unbegrenzt extrem hoch. Genau, und das ist ein Thema, boah, das wurde dann richtig intensiv diskutiert. Und dann schreibt ein User mit dem blumigen Namen Zerstörer110, wie sieht es mit der schlechten Leistung während Freefly-Events aus, wenn man nicht einmal in der Nähe des Expo-Planeten oder der Monde ist? Wenn der Server mit 40 Leuten zu tun hat, die alle auf der Expo sind, beeinträchtigt das nicht meine Leistung, obwohl ich auf der anderen Seite des Systems bin? Es sieht nämlich ganz danach aus und deshalb spiele ich nicht gerne während solcher Veranstaltungen. Und wenn ich von Leistung spreche, meine ich nicht unbedingt nur die FPS, sondern eben auch Lag, Stuttern, also Stottern. Es dauert zum Beispiel 5 Sekunden, bis das QT-Laufwerk anspringt. Und darauf antwortet... Das ist gar nicht Alistair Brown, der hier geantwortet hat. Das ist ein anderer User, der schreibt... Ich glaube, ist das jetzt Stormcat oder ist das Logical Chimp? Das kann ich hier gar nicht sagen. Also auf jeden Fall, schreibt hier jemand, ich glaube, CRG verwendet eher ein jobbasiertes Muster als explizites Threading. Der Unterschied besteht darin, dass man nicht versucht, x Threads für eine Aufgabe manuell zu koordinieren, sondern dass jede Arbeitseinheit als Job verpackt und dem Jobmanager zugewiesen wird. Und der Jobmanager so viele separate Threads startet, wie die CPU bewältigen kann. Und dann die Jobs den Threads zuweist, wenn jeder Thread seinen vorherigen Job beendet hat. Also das ist das Thema der Parallelisierung der Arbeiten des Main-Threads. Dieser Ansatz nutzt ein Multicore-System voll aus, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob man Threads anhalten muss, damit andere Threads geplant werden können, weil der Jobmanager nur so viele Threads laufen lässt, wie für die verfügbare Hardware erforderlich sind und so weiter. Das bedeutet, dass das System auf beliebig viele Kerne skaliert werden kann, auch auf mehr Kerne als zum Zeitpunkt des Entwurfs der Erstellung des Systems verfügbar waren. Der Nachteil ist, dass es schwieriger ist, in Jobs zu denken, als Thread-Code zu schreiben. Aber CRG hat die verschiedenen Teile der Engine langsam auf ihr jobbasiertes System umgestellt. Und wir beginnen jetzt, die Vorteile dieses langen, langsamen Umstellungsprozesses zu sehen, da die letzten Engpässe entweder beseitigt oder optimiert wurden. Genau, das habe ich irgendwie dazwischen geschoben, das ist mir dazwischen gerutscht, aber im Gesamtkontext, denke ich, macht das nochmal Sinn, um diese Parallelisierung zu sehen. So, aber hier habe ich die Antwort von Alistair Brown auf den Zerstörer 110. Da schreibt er, er spricht von der, also der Alistair Brown, der spricht nur aus der grafischen Sicht, von der Bildrate. Der Client wartet nie auf den Server, um mit der Aktualisierung respektive Rendering eines Frames fortzufahren. Und deswegen ist es nach wie vor die Leistung unseres Clients, die die Bildwiederholrate bestimmt. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass ein Spielcode, zum Beispiel das Aktivieren von Quantum Travel, so programmiert ist, dass er serverseitig autorisiert werden muss und auf die Bestätigung einer Aktion durch den Server warten muss, bevor mit einer anderen Spiellogik fortgefahren wird, zum Beispiel das Starten des QTs, und eine Form von Lag, von Verzögerung auftritt. Aber zu keinem Zeitpunkt wird die Ausführung von Grafikcode oder dem Rendern durch den Server verlangsamt. Das ist falsch. Es kann sogar so sein, dass die Server einwandfrei laufen, dass die wirklich ja, tolle Performance haben und die Clients werden trotzdem langsamer, weil eben 50 Leute in einer Instanz sind, die sich eben im Verse verteilen und die Daten dieser 50 Clients, die müssen ja zusammengesammelt werden. Die Anzahl der Assets, Missionen und KI natürlich auch noch. Und das Sammeln dieser Informationen und das Verteilen an die 50 Clients, das ist ja eben auch abhängig vom Netcode. Ach, apropos, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, das ist schon ziemlich alt, 2-3 Jahre, glaube ich. Das ist aber nach wie vor immer noch aktuell. Also wer sich über das Thema Netcode nochmal erkundigen möchte, da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken hier in meinem Videokanal. Genau. Und das kann natürlich zu Rubberbanding und zu Lags und so weiter führen.
Der Server ist aber voll dabei, der ist hurra und hat also 100%, arbeitet 100% fehlerfrei und bei voller Performance, muss aber eben auf die Daten aus Australien warten oder von einem User, der nur mit einer 8-Mbit-Leitung drin ist oder was weiß ich, um sie dann zu verteilen. Das heißt, es sind viele, viele Faktoren, die reinspielen. Aber die Grafik, und das ist das, was Alistair Brown eben auch versucht hier zu vermitteln und was andere Spieler auch nochmal versuchen irgendwie zu unterstreichen, die grafische Leistung hat nichts zu tun mit Server oder Netcode und so weiter. Die ist wirklich rein abhängig von unserer Client-Konfiguration. Dann habe ich hier noch einen ganz spannenden Eintrag gelesen von einem User namens Eloquium Veritas, der an Alistair Brown schreibt: Ich bin seit den 1980er Jahren ein Multiplayer-Spieler. Ja, es stimmt. Damals gab es auch schon Multiplayer-Spiele. Die meisten Gamer der alten Schule werden sich an die PSTN-basierten Spiele über Modem-Pools erinnern und sogar an diejenigen von uns, die Multiplayer-Spiele mit ASCII über Großrechner spielten, die über das Internet durch das PSTN verbunden waren, also in Zeiten, bevor es das Internet gab. Damals gab es sogar eine Variante von Star Citizen. Es war hauptsächlich mathematisches Rendering mit ASCII-Karten und Kontrollfiguren, die sich über ein XYZ-Gitter bewegten. Ich habe den Namen vergessen, aber es ging um das Design von Raumschiffen und Waffenkonfigurationen für eine PvP-Umgebung oder FFA-Umgebung, frei für alle. Der Punkt ist, dass ich viele, viele Iterationen von Multiplayer-Spielen und MMORPGs gesehen habe. Ich habe so viele Spieleserver auf so vielen Plattformen gehostet, dass ich mich kaum an alle erinnern kann. Mein erster Serveraufbau mit einem Datenbank-Client-Server-Design war ein Server, den ich in den Tagen von EverQuest betrieben habe. DirectX 7 und DirectX 8 waren damals in Gebrauch. Bei der Erstellung eines Emulationsservers für EverQuest lernte ich viel über das Server-Client-Modell von Spielen. Wenn ich mich recht erinnere, verwendete ich eine MySQL-Datenbank auf einer Windows NT-Plattform. Ich entdeckte, wie wenig das Rendering einer Aktion auf der Serverseite stattfindet. Man bedenke, dass auf der Serverseite überhaupt keine Grafikprozesse erforderlich sind. Tatsächlich wurden die meisten Spielserver auf einem Xeon-basierten Server mit ECC-Speicher gehostet, und zwar eher aus Gründen der Datenzuverlässigkeit als der Leistung. Ein Beispiel für ein anderes Spiel, das ich gespielt habe, ist World of Warcraft. Es hat ein sehr faszinierendes Client-Server-Modell. Ich habe mich oft gefragt, warum andere Spielehersteller es nicht übernehmen. Blizzard verwendet mehrstufige Serverinstanzen. Mit anderen Worten, mehrere Server, die dieselbe Instanz hosten. Die Zuverlässigkeit jeder Instanz wird aufrechterhalten und ihre Leistung unter optimalen Bedingungen aufrechterhalten. Jedenfalls gab es eine Instanz, in der ich etwa 100 Spieler in einem gemeinsamen geografischen Bereich von etwa 200 Metern sah. Es handelte sich um einen Überfall auf eine bestimmte Stadt, ich habe den Namen vergessen, durch eine gegnerische Fraktion. Als sie mitten in der Hauptstadt landeten, brach die Hölle los. Ihr würdet nicht glauben, was da für ein Zahlenwirrwarr los war. Der Server konnte die Last anscheinend bewältigen, aber die Ergebnisse auf den Client-Rechnern waren gemischt. Natürlich konnte ich nicht alle Clients sehen, aber die, die ich sehen konnte, sagten mir genug darüber, was passierte. Einige Systeme waren grafisch blockiert, aber noch voll funktionsfähig. Die Textdarstellung des Spiels zeigte immer noch alle mathematischen Werte an. Schaden wurde dargestellt, Wirkungsbereiche wurden angewendet, direkte und indirekte Änderungen an Charakter, Gruppe und Schlachtzug wurden in den Textfeldern angezeigt. Aber auf den Systemen, die ich sehen konnte, befand sich jedes in einem anderen Zustand in Bezug auf das, was der Bildschirm der Clients grafisch darstellte. Einige bewegten sich Bild für Bild. In einem Bild sieht man eine Figur, die eine Waffe hebt, und im nächsten Bild liegt diese Figur tot auf dem Boden. Andere bewegten sich in Zeitlupe, während die Explosionen und Farben aus allen Effekten verarbeitet wurden. Bei den High-End-Clients war es interessant zu beobachten, dass sie sich zu verzögern schienen. Was mir etwas komisch vorkam, bis ich erkannte, dass die High-End-CPU-GPU-PCs tatsächlich auf weitere Daten aus dem Puffer warteten. Sie renderten die Action plötzlich mit einer beschleunigten Bildrate, dann normal und dann warteten sie wieder. Was ich aus diesem Szenario gelernt habe, ist, dass der Server versucht, die Last auf alle Client-Verbindungen zu verteilen. Das ist kein gutes Modell, das man befolgen sollte, nur so zur Information. Wenn ich mein eigenes Spiel entwickeln würde, würde ich kein Client-Server-Modell verwenden, nebenbei bemerkt. Ich habe eine neue und ungetestete Spielumgebungsmodalität, die wahrscheinlich mit mir sterben wird. LOL.
Nun, Sony war einmal interessiert, aber egal. Hier ist das Problem, wie ich es sehe. Die meisten Spieleentwickler versuchen, allen Spielern gerecht zu werden. Ja, soziales Gleichgewicht, bla bla. Anstatt eine Umgebung zu schaffen, die für die Besten, die am meisten leisten können, das Beste ist. Und dieses Modell wird sich immer im Schneckentempo weiterentwickeln, immer darauf wartend, dass der Schwanz den Kopf einholt. Was nie passieren kann, das war eine Redewendung. Ende des Gesprächs. Die Leistung des Servers kann sich auf die Leistung des Clients auswirken, je nachdem, welche Methode er verwendet, um relevante Daten an den Client zu liefern und was die gemeinsam genutzten Daten zwischen den Clients zurückgeben. Wenn das mit der GPU verbunden ist, die den Standpunkt der Realität auf den Bildschirm bringen muss. Dies wird im hohen Maße davon abhängen, wie schnell diese Daten zur Verfügung gestellt werden, bevor eine Low-End- oder High-End-GPU ihre Aufgabe erfüllen kann. Ja, also im Prinzip endet der Mensch mit offen, ohne Conclusio. Aber tatsächlich antwortet Alistair Brown zwar auf diesen Eintrag, aber insgesamt auch auf den Thread, auf diesen Gesprächsthread. Er schreibt, die Verwirrung in diesem Thread ist auf ein Missverständnis eines Punktes zurückzuführen, der aus der Perspektive wie Haarspalterei erscheinen mag, aber aus einer anderen Perspektive absolut entscheidend ist. Um meinen Punkt zu wiederholen. Die Leistung, das heißt die Framerate des Servers, hat keinen direkten Einfluss auf die Leistung des Clients. Hätten wir einen unendlich schnellen Server, der mit 1 Million FPS läuft, wären die FPS des Clients davon völlig unbeeinflusst. Aber die Clients würden weniger Lags haben. Umgekehrt, wenn der Client-PC unendlich schnell wäre, könnte auch der mit 1 Million FPS laufen, unabhängig davon, ob der Server wie eine Kartoffel vor sich hinhängt. Der offensichtliche Grund dafür, dass ein Server langsam läuft, abgesehen von langsamer Hardware, ist die Last, die wir ihm aufbürden, zum Beispiel die Anzahl der Entitäten. Und diese Last hat auch indirekte Auswirkungen auf die Clients. Und das ist die Korrelation zwischen den beiden. In einer perfekten Welt würde der Client nur dann eine erhöhte Last haben, wenn er sich in der Nähe der Bereiche befindet, die die hohe Last auf dem Server verursachen, wenn man sich zum Beispiel in der Nähe vieler Spieler befindet. Und das ist bei den meisten Systemen wahrscheinlich der Fall und trifft zu 100% auf alle Rendering-Systeme zu. Aber es gibt wahrscheinlich auch einige Systeme, Systemkosten, die selbst bei großer Entfernung skalieren. Um ein wirklich schlechtes Beispiel zu verwenden, würde ein Chat-Service auf der Grundlage der Spielerzahl skalieren, nicht auf der Lokalisierung aufgrund der Örtlichkeit. Obwohl ich sicherlich nicht behaupte, dass ein Chat-System tatsächlich einen spürbaren Effekt auf die FPS hat. Klammer zu. Solche Kosten, die unabhängig von der Entfernung ansteigen, sind ein großes Problem und etwas, das wir natürlich beseitigen, begrenzen, optimieren wollen. Und ich bin sicher, dass sich andere Programmierer damit beschäftigen, außerhalb des Grafikbereichs von Alistair Brown. Wenn ein Server also stark ausgelastet hat, wird die Belastung des Clients in der Nähe eines Hotspots zunehmen und in größerer Entfernung abnehmen. Aber wie bereits erwähnt, wird die Leistung wahrscheinlich immer noch schlechter sein als auf einem leeren Server. Dies kann jedoch verbessert werden und erfordert nicht, dass der Server schneller läuft, sondern nur, dass weniger Systeme den Client belasten. Das bestätigt alles, was oben gesagt wurde. Und wenn ihr jetzt meint, dass nach diesem Eintrag die Diskussion zu Ende war, nein, jetzt kommt Chris GBG ins Spiel, der fragt, die Hauptfrage, die ich noch habe, ob es Pläne von CRG gibt, das Rendering und andere Threads zu entkoppeln. Es ist klar, wenn der Client überlastet ist oder der Server, dann kann der Rendering-Thread im Leerlauf sein und warten und damit der GPU nicht zu sagen, was sie tun soll. Und man bekommt niedrige Frameraten oder eben Störungen. Und wenn das Rendering und andere Threads wirklich asynchron wären, könnten wir nicht dann auch maximale FPS haben, selbst wenn der Server gerade am Sterben ist? Darauf hat Alistair Brown geantwortet, fast alle Spiele führen eine oder manchmal mehrere Aktualisierungen der Welt durch, gefolgt vom Rendering der aktualisierten Welt und wiederholen das. Einige Engines haben jedoch Aktualisierungen vom Rendering entkoppelt. Aber um das zu erreichen, muss man entweder vorhersagen, wo sich Objekte in der Zukunft befinden werden, und das ist fast unmöglich, oder eine erhebliche Latenz einführen und die Position zwischen den beiden vorherigen Aktualisierungen interpolieren.
Die damit verbundene Latenz kann dazu führen, dass sich Spiele träge anfühlen. Es sei denn, man kann mit einer hohen Bildwiederholrate aktualisieren, aber dann wäre die Entkopplung von Aktualisierungen und Rendering ein echter Gewinn, weshalb das nicht wirklich ein Mainstream-Ansatz ist. Darauf entgegnet der Chris: Soweit ich es verstanden habe, macht World of Warcraft das so oder hat es so gemacht, dass die letzte bekannte Bewegung beibehalten wird. Zum Beispiel, wenn man beim Spielen von World of Warcraft Vanilla das Ethernet-Kabel aus dem Computer reißen würde, dann würden Spieler, die stillstehen, stillstehen bleiben. Spieler in Bewegung würden sich in die Richtung weiter bewegen, in der sie sich bewegt haben, als das letzte Datenpaket ankam. Das ist ein ziemlich extremes Beispiel, aber ich habe das Gefühl, dass, wenn das Netzwerk des Server-Clients überlastet ist, kleine Desync-ähnliche Störungen bei der Position von Spielern und NPCs und normale FPS vorzuziehen sind, anstatt dass der Rendering-Thread zum Stillstand kommt und die gesamte Client-Seite zum Erliegen kommt. Darauf entgegnet Alistair Brown, das ist ein bisschen anders. Fast alle Online-Spiele aktualisieren und rendern weiter, wenn der Server nicht reagiert oder man einen hohen Lag hat und verwenden einfach den letzten bekannten Zustand. Zum Beispiel fliegen Raumschiffe weiter auf derselben Flugbahn. Ich glaube, wir machen das auch so, aber das ist nicht mein Gebiet. Das ist etwas ganz anderes als das Rendern mehrerer Frames aus einem einzigen Client-Update. Die beste Lösung, der Meinung von Alistair Brown nach, ist einfach die Verbesserung der Gesamtleistung. Und viele Leute arbeiten sehr hart daran, genau das zu tun. Ja, also, wie gesagt, es gab jede Menge spannender Diskussionen so im Spektrum und im Reddit etc. pp. Aber was haben wir jetzt so gelernt als Conclusio? Ganz klar, die Framerate, das, was wir auf dem Bildschirm sehen, was wirklich die reine GPU-Leistung betrifft, hat nichts zu tun mit der hat nur indirekt zu tun mit der Serverauslastung, weil Datenpakete eben verzögert ankommen und es dann zu Desyncs, zu Lags, zu Rubberbanding kommt etc. Aber die reine Grafikleistung ist unabhängig von dem Server. Das wird hier als Mythos bezeichnet von Alistair Brown. Gen 12 und Vulkan werden nicht per se zu einer Frameratenerhöhung führen. Das wurde schon mehrfach verneint. Vielmehr werden ganz viele Veränderungen im Backend bezüglich des Datenhandlings, der Datenkommunikation etc. durchgeführt, um hier Verbesserungen durchzuführen. Und ganz im Gegenteil, wenn Vulkan und Gen 12 erstmal am Laufen sind, dann beginnt die eigentliche Arbeit erst. Dann fängt die eigentliche Arbeit erst an, nämlich dann genau zu definieren und zuzuweisen, was, wie, wo, wann berechnet und gerendert werden soll. Dass der Render-Thread jetzt unabhängig, parallel vom Main-Thread arbeiten kann, ist aber eine sehr, sehr spannende Sache, weil jetzt dem Render-Thread, also spätestens wenn die transparenten Geometrien dann auch fertiggestellt sind, unabhängig arbeiten kann vom Main-Thread. Und das bedeutet natürlich eine wesentlich höhere Flexibilität, auch wieder in der Zuweisung von Arbeitspaketen. Ich hatte es vorhin erwähnt, dass zum Beispiel eben auch Aufgaben, da der Render-Thread ja nichts mit dem Rendern per se zu tun hat, eben auch Aufgaben wahrnehmen kann, wie zum Beispiel die Nav-Mesh-Berechnung auf Planeten oder Ähnlichem. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr möglich. Und das Ziel ist ja überhaupt nicht mehr als 60 Frames zu erhalten, sondern alles, was darüber hinaus an Performance-Kapazitäten zu erreichen ist, das dann eben einzusetzen in zum Beispiel die KI-Berechnung, ja, grafische Verbesserungen, mehr Detailreichtum in der Welt und so weiter. Da wird sich noch sehr, sehr, sehr viel tun. Und mir war es wichtig, diese ganzen Erkenntnisse, die ich hatte, eben einmal weiterzugeben und auch vielleicht ein bisschen das Verständnis eben zu vermitteln, was ist der Main-Thread, was ist der Render-Thread, was passiert da gerade im Hintergrund, was ist eigentlich die Abhängigkeit von Server und Client und wie gesagt, bestimmt der Server wirklich die Bildwiederholrate unseres Clients, da haben wir jetzt ja gerade viel drüber gelernt und es gibt eben auch viele User, die ganz viel Wissen haben,
was das betrifft. Also ich habe da wirklich, wow. Also ich fand das extrem spannend, diese ganzen Beiträge zu lesen. Und ja, hoffe, ihr hattet eine spannende Zeit, eben so einige dieser Texte vorgelesen und erzählt zu bekommen an dieser Stelle. Damit möchte ich jetzt auch dann schließen mit diesem Video. Natürlich gab es noch viel, viel mehr Informationen. Da hatten wir zum Beispiel das Roadmap Roundup. Da fand ich eigentlich am spannendsten, dass jede Menge UIs im Progress Tracker jede Menge Benutzeroberflächen im Progress Tracker aufgetaucht sind. Ja, was weiß ich, dass sich eben zum Beispiel das UI-Tech und das Feature-Team zusammengeschlossen haben in dem Squadron 42 UI-Feature-Team, der AR- und Kartenmarkierer, das Markierungssysteme, dann gibt es einen neuen Eintrag, diese Türen, Bedienfelder, Luftschleusen, Bedienfelder und so weiter, MobiGlass wird überarbeitet, Visiere, alles wird auf Building Blocks jetzt aufgebaut, alles ist Squadron 42 getrieben, alles wird zuerst für Squadron 42 entwickelt und dann später auf Star Citizen portiert. Also dieser Trend oder diese Strategie, die wird immer weiter ausgerollt. Der komplette Fokus liegt auf Squadron 42 und das kann uns ja nur recht sein an der Stelle. Firesprite, das fand ich auch ganz interessant, habe ich gelesen, wurde mir auch von verschiedenen Usern und Creatoren zugespielt, wurde rausgekegelt. Mich hat das sowieso gewundert, dass das so lange gedauert hat, nach der doch teils vernichtenden Kritik an Theaters of War, was Firesprite entwickelt seit Jahr und Tag. Habe ich mich gefragt, warum da keine Konsequenzen gezogen werden. Und jetzt ist es soweit. Firesprite ist raus. CRG hat selber übernommen. Ich denke, sie haben auch wirklich jetzt, sie haben ja zum einen die alten Tri-Tech-Leute, sie haben jetzt auch Ubisoft, ehemalige Ubisoft-Leute an Bord und sie haben wirklich viele, viele Kompetenzen, die das alles super spannend finden, was CRG dort entwickelt, sich an Bord geholt. Und ich denke, sie haben jetzt eben auch die Köpfe, um die mit der entsprechenden Erfahrung so ein Theaters of War Spielmodul zu entwickeln. Und insofern macht das nur Sinn, dass sie Firesprite rausgeschmissen haben. Es ist ja irgendwie Déjà-vu-Erlebnis. Sie haben ja schon, ich habe mal dieses Historien-Video gebastelt, da könnt ihr das erfahren oder auch ja, erzähle ich das. Sie haben ja anfangs fast ausschließlich mit externen Unternehmen gearbeitet. Und das war bis auf wenige Ausnahmen eine Riesenkatastrophe. Da haben sie nur Geld zum Fenster rausgeschmissen und so, ja, verstehe ich das, interpretiere ich das jetzt auch hier bei Firesprite. Das war nicht wirklich zielführend. Ja. Ansonsten, was habe ich noch? Eigentlich nichts mehr großartig zu erzählen. Also, wenn ihr mehr Star Citizen gucken wollt und auch wirklich live am Ball bleiben wollt, dann schaltet ein bei guten PsychShot. Der streamt ganz, ganz regelmäßig inzwischen wieder. Und der guckt sich auch immer diese Roadmap Roundups und die Nachrichten von CRG und auch Inside Star Citizens und so weiter und so fort immer ganz zeitnah an. Also da habt ihr natürlich auch im Gegensatz zu meinen Videos, habt ihr immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der PsychShot ist ein Urgestein, ist schon ganz lange dabei, hat ganz tiefen technischen Einblick und kann euch mit allen Antworten auf eure Fragen zur Seite stehen, was Star Citizen betrifft. Und wenn der PsychShot ausgeschaltet hat, dann schaltet meist der Fexi ein und der ist auch, ich glaube, genauso lange dabei und der hat auch ganz tiefgehendes Know-how und dem könnt ihr auch alle möglichen Fragen stellen und der guckt sich auch so Star Citizen in seiner vollen Tiefe an und alle News etc. Da seid ihr auf jeden Fall, da habt ihr das Rundum-Sorglos-Paket in all seinen Details und Tiefen. Und wenn ihr sagt, oh nee, also so Streams, das ist mir irgendwie zu lange und da habe ich keine Zeit, mir das ständig anzugucken. Wenn ihr also mehr Freunde der knackig kurzen Informationen seid, dann schaut rein beim guten Sitco. Da kriegt ihr jeden Samstag die Verse News präsentiert und da wird alles zusammengepackt in einem kurzen, knackigen Format, wie gesagt. Und euch erzählt, was gab es im Star Citizen, was gab es im Star Citizen Live, was gab es in der Community und so weiter und so fort. Alles kurz und bündig zusammengefasst vom guten Sitco. Jeden Samstag kommt das raus. Schaltet da auf jeden Fall rein. Dann möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei meinen Unterstützern auf tippi.com, die mich mit dem einen und anderen Euro unterstützen. Kommt auch ihr gerne dazu. Ich freue mich über euer
Dankeschön. Dann ja, bedanke ich mich für das Zuschauen, für eure Kommentare unter den YouTube-Videos und hoffe, ihr hattet mit diesem und auch mit den vergangenen Videos eine tolle, spannende Zeit. Wie gesagt, stöbert auch gerne auf meinem Kanal mal umher. Da gibt es jede Menge Technikvideos, Hintergrundvideos, die ich in Playlisten zusammengestellt habe. Auch retrospektiv kann das mal ganz interessant sein, zu gucken, was da so in der Vergangenheit gelaufen ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und auf diesem Wege weiterhin einen schönen Frühling und ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Viel Spaß, alles Gute, bis dahin. Tschüss.